Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Wir werden uns ein bisschen Fahrzeugstand ein bisschen aufräumen. Das heißt, wir fahren die Treppe zum Hof und werden die reparieren. Wenn wir gleich das Schneidwerk vorne abbauen. Damit wir das entsprechend auch fahren können nachher. Weil wir müssen ja gleich schauen, dass wir die nächste Ernte vorbereiten auf Feld 38. Auch hier will ich die ganzen Früchte abernten, bevor wir hier mit Season beginnen, also mit der Jahreszeitenmod. Ja, die Bäume wachsen, das ist schön. Wenn wir gleich mal unsere Ladungen noch loswerden. Ups, zu weit weg. Packen brauchen wir nicht. Wir sollten noch ein paar Waren verkaufen, wenn wir es schaffen. Den fahren wir gleich auf Feld Nummer 38. Dann unseren Raps. An einem Feld müsste glaube ich Hafer drauf sein. Der wird aber später reif. Maschine. War glaube ich fertig. Mal gleich schauen, ob wir noch düngen müssen oder dergleichen. Das kann natürlich sein. Das machen wir gleich. Bevor wir weitermachen hier. Mal schauen mal kurz. Mal gucken. So, ein Wachstum. Ja, gedüngt werden muss es. Beide Felder. Gut. Quatsch raus. Plattenschutz aber noch nicht. Konnte garantiert auch noch. Unkraut. Feld 12 werden wir jetzt nicht mehr aussehen. Das werden wir uns ersparen. Wir werden nur jetzt entsprechend düngen. Brauchen einen richtigen Fahrzeug mit der Pflegebereifung. Und das hat man, ja gut. Den hatten wir schon gehabt, glaube ich. Den hier. Das wäre ja nur Blödsinn, wenn wir jetzt mal aussehen und das schaffen wir sowieso nicht. Vorzusehen. Wir haben zwei Felder zu ernten. Wir können ja trotzdem soweit vorbereiten. Ist alles okay. Ja, da war nichts. Muss in die Anhöhe rein. So.
Ja, ein Trecker im Wege, macht nichts. Haben wir halt den nächsten, wollte ja die nächste so retten. Die fahren sich ein bisschen blöd in Anführungszeichen. Oh, irgendwie geht schon. Ach, schräger, das macht nichts, passt schon. Den Düngerstreuer fahren, der müsste da vorne überstehen. Richtig kaputt, macht nichts, nicht tragisch. So. Wir wollten mal den größeren haben, ne? Den hier. Kann man gleich auffüllen. Steht der andere im Weg. Da springen wir kurz raus. Wer war das hier? Den fahren wir ganz gleich rechts über. Richtung Feld. Wir werden mal zusehen, dass wir das hinbekommen. Den zweiten. Werden wir gleich auf Feld 8 ausdrücken. Und da hat schon die zweite Stufe durch. Da müssen wir uns sogar beeilen. Die dritte kommt auch. Und dann ist es vorbei. Dann ist er in der Reif. In der ersten Stufe. Also am Rand. Am Rand, wo er mehr gewachsen ist, da ist er dann schon früher reif. Ein bisschen ranhalten, dass wir das da schnell dünnen. Zu 100% kommt noch Unkraut. Wir werden hier auch hier längerfristig mehr Geräte brauchen zum Düngen und Unkrautbekämpfung. Naja, das ist ein bisschen ungünstig, weil ist ja noch nicht mit der gewachsen ist, ja, das stimmt ja. Aber wir sind vorbereitet, das ist auch anscheinend. So. Machen wir den nächsten Drescher. Vorne. Erstmal ausklappen. Dann den kleinen Jungen senken und dann auslinken. Dann werden wir den auch reparieren. Auch höchste Eisenbahn und auf Feld 38 werden wir mit zwei Maschinen arbeiten. In naher Zukunft mit drei, damit das zügig vom Platten geht. Also, wir müssen noch einiges uns anschaffen. Gefrühstückt. Wir wollten noch schnell ein paar Aufnahmen machen. Mal sehen, heute Nachmittag was anderes tun. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wahnsinn, ne? Aber so ist das halt, ne? Und ein
Größe her, das kommt gar hin. Das sind riesige Klopper, die Maschinen. Ob wir so eine Probleme nicht haben wie in der reellen Landwirtschaft, wie im wahren Leben, wo auch schon mal eine abgebrannt ist, laut Radiomeldung und so, ne? Soll ja vorkommen, ne? Mal heiß gelaufen ist und dann geht los. Aber was haben wir noch? Zum Glück nicht hier. Also das wäre ja ein Verlust von etlichen 100.000. Gut, dann müsste man hier eine Versicherung einführen. Vollkasko. Und da könnte man sich einen neuen kaufen, ne? Teilweise. Wenn sie nicht zu alt sind. Denn ihr wisst ja, ältere Maschinen sind nichts mehr wert, in Anführungszeichen. Aber wenn sie noch laufen, dann sind sie sehr viel wert. So, jetzt sind wir da. Parken. So, holen den zweiten auch her. Hat gerade draußen gerade Regen, das ist gut. Tröpfelt gerade so schön an auf meine Dachterrasse. Starten. Ich muss mal meine Tastatur ein bisschen belegen, meine Seitenbettdecke hier, also zum Starten und so. Das kann ich alles mit dem Ding machen, der linken Hand. So. Packen wir daneben. Hat er nicht ausgemacht? Das ist typisch. So, das fällt mir frei. Schauen wir mal, wer die erste gerne kaufen möchte. Kleinhänger bloß, na gut, okay. Ab die großen Männer. Ja, lohnt sich ja. Was haben wir denn auch für einen Preis überhaupt? Speichern. Muss ja kalt werden, das können wir machen, das ist ja kein Problem. Ah, Gerste ist guter Preis. Landhandel Müller. Machen wir gleich Dings fertig mal, unsere Kalker. Ja. Glaub, ich wollte den anderen nehmen. Und der GTB. Dann räume ich den einmal mal weg, ne? Was ich eigentlich längere Zeit machen wollte. Ich muss ja trotzdem noch mal reparieren. Immer den Kurs löschen gleich. Gut, reparieren es hier. So, angekommen. 6 Tage schon alt. Wahnsinn. Wie durch ist es drin? Gewicht nicht mehr reinkriegen.
darf halt nicht so weit fahren, wenn Gewicht nicht so tragisch ist. So, jetzt werden wir gleich gucken, ob wir einen Kurs haben oder wir fahren endlich ein. Und zwar ein Kurs vom Feld zum Das heißt, wenn wir mal schauen, was wir kurz haben, Düngen zum Kalküberführung fällt mir 12 hoch 3. Müsste eigentlich der sein. Ja, ist er auch. Und jetzt, den können wir löschen. Also nicht. Den können wir löschen, müssen wir löschen, wenn wir es einfach einen anderen Kurs berechnen. Scharf. Einer reicht. Waren aber 20 Meter. Hauptsache der spinnt nicht, dann ist gut. So, jetzt hängen wir noch den Kurs an. Überführung, Feld 12, Hof 3. Schauen wir, ob er hinkriegt. Ja, 12 Meter kommt. Passen genau. Gut, Karten kann man ja, ist okay. Macht auch Sinn. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir das hier frei bekommen. Dass hier nichts im Weg steht. Und das scheint so der Fall zu sein. Alles frei. Gut, dann können wir hier beruhigt sagen, laufen wir ganz schnell zum LKW. Oder machen wir mal so. Hackschnitzel, da können wir noch richtig Geld verdienen. Wenn wir einen Winter haben. Im Winter sind meist besser Preise, logischerweise. So, ein noch. Wir wollen ein bisschen Geld verdienen, ne? So, liebe Frau Donnerstag, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen auf ein Wiedersehen zu morgen oder zur zweiten Folge. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.